Moin Moin und willkommen zurück bei Scum. Wieso sieht das so doof aus? Haben wir die Auflösung kaputt gemacht? Nö, dachte schon. So, wenn ich mich recht erinnere, sind wir zuletzt am Flugplatz hängen geblieben. Genau da würde ich mich jetzt gleich gerne nochmal umgucken wollen, jetzt mit euch. So, ich gebe auch gleich mal die Kamera dazu. Ich muss dazu leider ein paar Worte loswerden. Ja, es sind Dinge passiert. Nicht alles davon war jetzt wirklich beabsichtigt oder geplant. Aber, ja. Irgendwie ist mir der Bart abhanden gekommen. Das war jetzt auch mehr so ein Unfall als alles andere. Sagen wir mal so eine Schadensbegrenzung. Ich weiß gerade nicht, wie ich das alles genau beschreiben soll, aber... Ja, gutes Gespräch. Wir looten jetzt hier einfach nebenbei mal. Das ist so schrecklich. Ich bin damit selber gerade absolut nicht zufrieden, aber das war leider ein bisschen nötig. Oh, was haben wir hier? Eine leere Tasche. Bestimmt Verbände draus machen. Der Boden bebt hier. Nee, lass mal stecken. Oh, was habe ich denn hier? Okay, das ist definitiv witzig. Das mit den umherlaufenden, hier, Mechs oder wie auch immer. Oh Gott. Das gibt dem Katzen ein ganz merkwürdiges Feeling. Oh. Ich höre ja auch noch Gegner und damit meine ich jetzt nicht die schwerst bewaffneten Mechs. Mech. Ja. Oh? Geht er jetzt hier raus wieder? Laufen mal. Das ist ein Haus. Lass uns mal in das Haus laufen. Da ist noch einer. Gott. Da wurde auf mich geschossen. Okay. Schränke. Ich geh rein und loot erstmal, ohne mich umzugucken. Das ist die Loot-Geilheit. Ich glaube, ich habe hier gerade pures Glück, dass ich nicht getroffen werde bis jetzt, oder? Tja, kann mich auch hinlegen, ne? Okay, das macht so Laune hier in der Ecke. Oh! Oh, schick! Batterien, mit denen man noch was anfangen kann. Bin ja begeistert. Oho! Das ist mir ein bisschen suspekt hier alles. Lupe. Nehmen wir einfach mal mit.
Ach komm, sind wir mal so frei. Was war das jetzt? F-Schraubendreher, genau. Nein! Rip Dietrich, ey. Geht doch. Ah? Nix! Zwei Dietrich-Einheiten verhauen für nix! Das ist enttäuschend. Naja, egal. Ihr selber schuld. Theoretisch hätte ich auch nur eine Dietrich-Einheit verhauen können. Obwohl ich sagte, ich heb mir den Scheiß auf für so einen Airdrop. Und was mache ich? Ich nehme den erstbesten Schrank und mache ihn auf. Hoho. Wow, Papier. Okay, das kann ein etwas längeres Thema werden hier. Was liegt da? Nix. Magen ist leer. Oh, ich glaube, ich habe ein Brot da. Das könnten wir uns reinschaufeln. Komm, ess erstmal Brot. Machen wir den Magen doch einfach mal voll. Nein, wenn wir schon so ein schickes Brot haben. Ja, wir werden sogar ein bisschen überfressen sein, wenn ich das richtig sehe. Aber passt schon. Ist ja nicht so, dass wir hier spontan wegrennen müssten oder so. Da kann man auch mal ein bisschen auf so Ausdauer verzichten. Ist doch alles so gemütlich hier, deswegen kriechen wir schon auf den Boden, weil es hier so sicher ist. Oh. Naja. Eine Dietrich-Einheit schon mal wieder rein. Und eine zweite. Okay. Spiel, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Das ist doch schon wieder ein Schrank zum Aufmachen. Ja, ich glaube, ich kann es nicht sein lassen. Vor allem, ich glaube, wir haben noch im Auto haben wir auch noch Dinge. Das heißt, für einen Airdrop hätten wir theoretisch genug. So, ist einfach nur schönreden hier. Ich muss nur mal kurz da. Dietrich. Da fände ich es jetzt cool, wenn ich mehrere machen könnte auf einmal. Okay. Leg mich zur Sicherheit aber mal hin. So. Nein! Okay. Geht doch. Hey, schon wieder zwei für nix. Ha! Oh, ist okay. Wie gewonnen, so zerronnen, ne? Aber vielleicht kriege ich hier den Schränken ja jetzt noch mehr Dietrich-Gedöns raus. Das wäre auch nicht verkehrt. Das trinken könnte ich auch. Oh, Chips.
Diese Folgenschlösser auch nur mit, weil die ließen sich ja eigentlich ganz gut verkaufen. Cool. Ist, glaube ich, ganz gut, dass wir im Gebäude sind. Ich habe das Gefühl, dass wir hier einen Freund haben. Ziemlich nah bei uns. Da ist er. Üble Nummer. Das ist jetzt von der Seite, oder was? Oh Mann. Hey, davor ist noch ein Schrank, den wir aufmachen können, wo wahrscheinlich nichts drin ist. Und da ist noch einer. Oh, hier sind mehrere davon. Wir spielen einfach mal mit. Das lief gut. Ah, ich glaube, ich habe den Schraubendreher jetzt verkackt, den ich gefunden habe. Ah, ich habe nur auf die Dietrich geachtet. Ich glaube, Schraubendreher haben wir jetzt auch kaputt. Ja, ärgerlich. Jetzt hier oben auch noch NPC-Gegner werden. Oh! Ein Schraubendreher habe ich noch. Okay. Ah. Und? Nix. Okay, ich bleib dabei, dass ich glaube, dass wir einfach nur Glück haben. Ei. Das ist gar kein bisschen gruselig hier. Oh, und wie ist das? Oh. So, hier ist eine Treppe nach oben. Ist hier noch eine Etage oder ist das ein Dach? Noch eine Etage tatsächlich. Oh. Okay. Streichhölzer. War gut. Gehen wir davon aus, dass es im Spiel entsprechend eine Mechanik geben wird, um Feuer zu machen. Ist vermutlich fürs Kochen interessant. Hier ist auch Dach. Es ist gar nicht mehr so viele Räume.
Große Halle, da kamen wir, glaube ich, her. Da drüben ist noch eine große Halle. Also rein theoretisch müsste die Wand hoch genug sein, dass ich hier nicht getroffen werden kann. Also da kommen wir her. Dann würde ich vorschlagen, dass wir in diese Richtung weitergehen. Scheint ja noch zwei große Hallen zu haben. Natürlich müssen wir erstmal wieder runterkommen. Beweg mich mal so langsam. Oh, es geht sogar noch eine höher. Was haben wir hier? Im Ducken schlägt sie nicht zu. Bitte. So, was habe ich? Ah. Ich glaube, das sieht sich aus. Was haben wir hier? Rucksack. Ich glaube, unser... Wir haben schon einen guten. Oh, es gibt bestimmt noch diese riesigen Wanderrucksäcke. Das wäre vielleicht eher so was, das wir nochmal mitnehmen könnten. Wow. Hier die Leiter runter, die würde? Genau dahin, wo wir hinwollen. Ich hab ein bisschen Angst. Ich würde jetzt gerne noch reinkommen in das Gebäude. Drüben, ich habe ihn auch schon wieder gesehen. Oh. Ich weiß ja nicht, wie es euch so geht, aber für mich ist es hier gerade Adrenalinschub. Pur. Kommen wir rein, hier kommen wir rein. Ein Träumchen. So, jetzt sollten wir erstmal wieder ein kleines bisschen sicherer sein. Wow. Ist das geil. Es ist einfach nur geil. Okay, hier geht's wieder raus. So viel zur Sicherheit, ne? Eine Box voll Haarklammern? Da sind mehrere dann drin, oder? Oh. Warte mal. Wir da eine Klammer rausnehmen einfach? Moment. Wie kriege ich da eine raus?
Was? Ich müsste hier einen auf über Craften eine finden. Hä? Tatsächlich. Wir haben gerade in den Dingern 40 Haarklammern gefunden. Wow. Wie geil ist das denn? 40. Das sind 40 Dietriche. Alter. Nein, nein, ich bin nicht da. Bin nicht da. Wow. Doch, ich guck mal, ob ich die noch mitnehmen kann, so ein paar. Wir haben keinen. Nur können wir nicht weiter aufbrechen, weil wir keine Schraubendreher mehr haben. Also wir haben schon noch welche, nur nicht dabei. Das ist so halt gerade das Problem. Fischköder. Hey. Auf jeden Fall habe ich Spaß. Das ist krank. Der schießt, okay. Noch einer. Gott. Fenster habe ich hier nicht, ne? Nee. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie geil das. Wie dieses Gefühl hier gerade ist, einfach dauerhafter Todesangst. Alter! Das Problem ist, jeder, der vorher schon öfter mal bei mir auch mit Videos geguckt hat, ich stehe ja auf Risiko. Es ist ja. Ich mach so oft so dumme Dinge. Aber es macht einfach Bock. Nein! Inventar ist voll. Ja, okay. Dann. Wird jetzt witzig. Ich trinke mal unser Wasser leer. Okay, das war Wasser, oder? Ja, sonst hätte er schon rumgemeckert. Die Jacke ist total im Arsch. Ja, nee, eine riesige Glasfront. Gib zu, das finde ich jetzt gerade nicht ganz so geil. Oh Mann. Ja, okay, doch, ich bin schon geil. Ah.
Oh. Ja, ich will das Mobiltelefon natürlich haben. Habe ich noch was zu trinken, was ich leer orgeln kann? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Ein Platz wieder rausgeholt. Wir haben hier eine Menge Getränkeautomate. Das läuft insgesamt nicht ganz so gut. Aber ich bin niedrig genug, oder? Oh mein Gott, ist das respekteinflößend. Okay, versuchen wir hier weiter. Da finden wir noch was zu trinken. Ja, wir kriegen noch was zu trinken. Was Alkohol. Ich kann mir gerade vorstellen, dass man das Zeug gut verkaufen könnte. Hab ich was sich stapeln lässt? Nicht so, ne? Könnte Platz sparen, indem ich die Waffe in ein Holster packe und das Schwert verzichte. Aber wenn ich auf einen Gegner treffe, will ich das gar nicht. Naja, wir probieren's. Kann ja nur schief gehen. Oh. Das ist ja ungünstig. Geht er wieder weg? Ja, tut er. Oh Gott. Erstmal da rausholen. Wir wollen ja hier. Da vorne die Getränkeautomaten würde ich gern noch mitnehmen. This is what you are pushing with.
Scheiße, ist das übel! Ich glaube, ich will aus dem Gebäude hier raus. Das ist so wow. Wollten jetzt einfach mal mit. Die Mettenbrause. Ist gesund, was ich hier tue? Auf jeden Fall muss ich kacken. Mal kurz auf damit. Oh, gib uns mal ein bisschen Privatsphäre hier. Okay, haben wir gut was zu trinken gefunden. Das Brot hält uns auch echt gut da. Wir haben notfalls noch eine Tüte Chips, die wird bestimmt auch ein bisschen was bringen. Ich würde aber auch mal sagen, das ist eigentlich ein guter Moment für... Auf zur nächsten Folge. Oh, ich mache dann hier kurz ein kleines Päuschen. Oh, zwischen den Aufnahmen. Oh Gott, ich muss mich einmal kurz wieder beruhigen hier. Das ist... So, wir wollen nicht sehen, was du da hinterlassen hast. Danke. Wir nehmen gerade ordentlich Flüssigkeit dazu. Ich glaube, das hat sich gelohnt. Nehmen die einfach mal mit. Gucken wir natürlich. Die Toilette gucken wir noch gemeinsam einmal durch. Sache ist natürlich jetzt, wenn ich das Spiel kurz beende. Den ganzen Loot-Behälter natürlich wieder zurückgesetzt. Okay. Ja, ich bedanke mich da mal ganz herzlich fürs Zuschauen. Und... Es würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ciao.